Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr Seitenzahlen in eure PDF-Dokumente einfügt. Bei längeren Texten ist es oft sinnvoll, die Seiten mit entsprechenden Seitenzahlen zu versehen, um eine einfache und strukturiertere Lese zu gewährleisten. Liest man das Dokument digital, ist es vielleicht nicht so dramatisch. Wenn das Dokument aber ausgedruckt ist und die Seiten lose herumliegen, können sie schnell durcheinander geraten. Öffne zunächst den Acrobat Reader und das Dokument, welches bislang noch keine Seitenzahlen hat. Wie ihr seht, hat dieses Dokument keine Seitenzahlen. In dem Menü auf der rechten Seite seht ihr eine Suchleiste. Dort gebt ihr Kopf- und Fußzeile ein und klickt dann auf Hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier könnt ihr den oberen und unteren Teil, also die Kopf- und die Fußzeile eures Textes, anpassen. Jetzt klickt ihr hier auf Seitenzahlen einfügen und seht, wie hier eine 1 erscheint. Es ist nun euch überlassen, an welcher Stelle ihr die Seitenzahl einfügen möchtet. Für dieses Beispiel wird sie in die obere rechte Ecke eingefügt. Über welche Acrobat Reader Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.